Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück in Transom World 4 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise und wir werden uns heute das erste DLC der Firma SimTrack Studios anschauen. SimTrack Studios hat sein erstes DLC am vergangenen Donnerstag, dem 14. Dezember 2023 für Transom World 4 veröffentlicht. Das ist ein kleines DLC, eine kleine Erweiterung für die britische Strecke Birmingham Cross City Line. Konkret gibt es hier für das dazugehörige Fahrzeug Glas 323 eine neue Lackierung. Das ist die Centro Regional Railways Lackierung, also Centro Regional Railways. Das ist die Lackierung, wie die Züge früher auf der Strecke gefahren sind, und außerdem gehören zu diesem Paket neben kleinen technischen Verbesserungen für das Fahrzeug noch 5 neue Szenarien. Und hier sehen wir die Szenarien. Sie sind auch recht lang. Hier haben wir sogar ein Szenario mit einer Länge von bis zu 1 Stunde und 40 Minuten. Das heißt, hier braucht ihr dann auch schon eine gewisse Zeit, um das eben auch zu spielen. Und ja, ich würde sagen, so ein langes Szenario, das werden wir heute nicht spielen, sondern wir wollen uns die neue Lackierung anschauen und dazu suchen wir uns ein Fahrplan-Szenario heraus. Das Fahrzeug ist auch kompatibel. Ihr seht, wir können diese neue Lackierung auch im Fahrplan-Modus anwählen und das Ganze geht auch im freien Spiel. Und ja, kurze Fahrplanfahrten auf dieser Strecke, da muss man auch schon etwas länger suchen. Dann nehmen wir hier die allererste Fahrplanfahrt, das ist so eine Bereitstellungsfahrt, stellen uns die Jahreszeit auf dem Sommer, also ich wähle jetzt hier den Juli an und wir haben einen super schönen, klaren Sommertag und begeben uns in das Spiel. Hier übrigens die Sieger der 12 Days of Train Mess, also hier die einzelnen Screenshots, die gewonnen haben, inklusive der Creator. Herzlichen Glückwunsch an meiner Stelle nochmal dazu. Und hier sind wir jetzt schon in, ja, im Spiel. 5U02 Birmingham New Street nach Four Oaks. Bereiten Sie diese Einheit auf den Fahrgastbetrieb vor und fahren Sie anschließend von Birmingham New Street nach Four Oaks. Dann werden wir das tun. Also wir stehen jetzt hier am Hauptbahnhof von Birmingham. Wir rüsten unsere Class 23 für die Zugfahrt auf. Also Richtung Schlüssel einstecken, Richtungswende auf vorwärts setzen, Licht müssen wir gucken, ob es eingeschaltet ist, und wir machen heute so eine Art Überführungsfahrt. Hier können wir uns mal die neue Lackierung anschauen. Wie gesagt, das ist diese Centro Regional Railways Lackierung, so sind die Züge früher in den 1990er Jahren dort unterwegs gewesen auf dieser Strecke, und dann wurden die irgendwann in diese andere Lackierung hier umlackiert, in diese Midland, West Midland Railways Lackierung. Und ich glaube, vor ein oder zwei Jahren hat man sich ein Fahrzeug rausgesucht. Das ist dieses hier. Stimmt, glaube ich, sogar die Nummer. Und hat das wiederum zurück umlackiert, um halt so wahrscheinlich daran zu erinnern. Ich weiß es nicht so. Dann haben wir noch ein nettes Gimmick hier in dieser Fahrzeugvariante. Und zwar können wir uns hier den sogenannten Hensledbär hier auf den Führerstand setzen. Ja, sieht da ganz süß aus, der Kollege, damit wir uns hier am frühen Morgen nicht so alleine fühlen. So, hier haben wir ihn. Unser Kollege, der uns jetzt bis nach Four Oaks begleiten wird. Die Fahrt, wie gesagt, ich habe das mal Probe gespielt, also nicht zu Ende gespielt, aber mal angespielt. Und die Fahrt wird auch nicht allzu lange dauern. So, und ihr seht, wir machen keine Fahrplanfahrt, sondern, also keine Passagierfahrt, sondern wir fahren wirklich als Leerfahrt. So, da können wir also auch das Fahrgastlicht ausmachen. Da brauchen wir das gar nicht. Ein bisschen Energie sparen. Ja. Spitzenlichter sind eingeschalten. Was wir uns jetzt noch einschalten, das sind die Zugsicherungssysteme. Da können wir einmal das AWS und ja, noch ein anderes Zugsicherungssystem nutzen. Im Wesentlichen müssen wir die bei Bedarf ja nur mit der Taste Q einfach zurücksetzen, beziehungsweise eine Warnung bestätigen. Gut, dann sind wir soweit abfahrbereit. Ja, dann gibt es hier bei älteren Fahrzeugen manchmal so ein Problem, dass der hier anzeigt, dass wir die werdet ihr ja gleich selber sehen. So, Fahrzeug, Signal hat umgeschalten, das heißt, wir können die Bremse lösen und uns nun in Bewegung setzen mit unserer neuen Class. Ja, oder unserer neuen Variante der Class 323. So, ihr seht, beim Streckenmonitor, da zeigt immer noch das Symbol an, als hätten wir wohl eine Bremse drin. Haben wir aber nicht. Das heißt, es scheint nicht mit allen Fahrzeugen mit dem neuen Streckenmonitor so gut zu funktionieren. So, wir verlassen jetzt hier den großen Hauptbahnhof Birmingham New Street. Birmingham, das ist die zweitgrößte Stadt in Großbritannien. Sehen wir auch diesen neu erschlossenen Bahnhof.
finde auch diese ganze Stadtszenerie, das hat man hier bei der Strecke ganz gut hinbekommen. Die Strecke Birmingham Core City Line ist ursprünglich für das Vorgängerspiel Train Sim World 3 veröffentlicht worden. Ich mache jetzt einfach noch das Licht an. Also, Train Sim World 3, da war es glaube ich damals 2022 die erste neue Strecke, die es für TSW 3 gab. Das heißt, die ist von den Features her, hat die halt schon das neue Belichtungssystem, diese neuen Wettereffekte. Und ja, konnte dann auch, wie fast alle anderen Strecken, auch in TSW 4 eben übernommen werden. Achso, die Class 323, neben dem netten Gimmick mit diesem tollen Bären hier, hat das Fahrzeug auch diese neuen Effekte bekommen, dass wir zum Beispiel hier diese neuen Regeneffekte nutzen können, die es mit TSW 4 gibt bei den Scheibenwischern. Also man hat dann schon geguckt, dass das Fahrzeug technisch da etwas verbessert wird. Das gilt übrigens auch für die Standardvariante. Also nicht nur für diese neue Lackierung, sondern entsprechend auch für die Standardvariante, die hier bei der Strecke schon dabei ist. Ansonsten gibt es ja noch eine zweite Strecke, wo die 323 gefahren werden kann. Das ist dann die Strecke von Manchester nach die Glossop Line, von Manchester in Richtung Glossop. So eine ganz kleine Strecke ist das. Und hier können wir uns auch nochmal die städtische Szenerie anschauen. Birmingham erwacht am frühen Morgen, noch nichts weiter los, deswegen fahren wir auch wahrscheinlich leer. Das hat man ja häufiger, dass die Züge erstmal leer zu einem gewissen Ort fahren, um dort dann mit einem Fahrgastbetrieb zu beginnen. Das gibt es auch in Deutschland. So, und ihr seht es auch hier, bergauf, bergab. Aber ich finde wirklich, dass man hier bei der Strecke, die, wie ich schon gesagt habe, wenn wir uns jetzt mal umschauen, war ja eine der ersten TSW 3 Strecken damals, dass man diese städtische Szenerie hier richtig gut hinbekommen hat. Das ist meine Meinung dazu. Ihr könnt mir ja eure Meinung dazu mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Aber ich finde, von der Ausgestaltung her ist es definitiv eine der schöneren, detaillierteren Strecken. Vielleicht ist ja sogar jemand dabei von euch, der dort mal in Birmingham war. Speziell Birmingham U Street. Und das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser beurteilen kann. So, ja, ihr seht, wir fahren ja auch mit Oberleitung und das geht jetzt hier mit den Geschwindigkeiten schnell, langsam. Wie gesagt, die Strecke selbst wurde von Dovetail Games entwickelt und dieses Fahrzeug-Update, wie gesagt, das ist das erste DLC von SimTrack Studios. War ja auch mit der vergangenen November Roadmap angekündigt und jetzt im Dezember ist das erschienen. Und SimTrack Studios wird uns auch im nächsten Jahr ein sehr schönes DLC noch veröffentlichen. Da wird es dann nämlich das DLC einen sehr schönen britischen historischen Triebwagen geben mit der Class 104. Das ist ein historischer Triebwagen, auf den wir uns dann im kommenden Jahr freuen dürfen. Der wird dann mit Szenarien und Fahrten für die Strecke Peak Forest Railway veröffentlicht werden. Und dann soll es noch ein paar Güterwagen für diese Strecke geben. Das ist halt die Frage, ob das alles ein großes Paket werden wird oder ob das getrennte Pakete sind. Da habe ich noch nicht so ganz durchgeblickt in der Roadmap. Es kann aber sein, dass es ein großes Paket wird. Aber dieser Triebwagen, dass wir auf einer Dampflokstrecke dann auch einen Triebwagen fahren können, das ist schon eine geile Idee. Das sorgt ja dort auch nochmal für Abwechslung. Aber da gibt es natürlich noch keine Release-Termine. Aber das ist jetzt zumindest geteasert worden, dass wir da halt diesen schönen historischen Triebwagen bekommen sollen. So, jetzt nähern wir uns. Wir scheinen jetzt einen Zug hier vor uns zu haben. Jedenfalls nähern wir uns jetzt gerade einem haltzeigenden Signal. Aber das sollen wir nicht anhalten. Wir fahren auch nur 5 Meilen. Wir fahren gar nicht immer so weit mit unserem Zug. Wir sind ja auch eine Station nach der anderen. Ach, weil ein Streckenabzweig ist und da kommt uns wahrscheinlich noch ein Zug entgegen. Deswegen werde ich jetzt auch mal ein bisschen langsamer hier einfahren. Auf der Strecke, ich muss ja gestehen, auf Birmingham Core City Line, ihr wirst sowieso runterbremsen wegen den 20 Meilen, bin ich ja noch nicht so oft unterwegs gewesen. Ich glaube, wir waren einmal zusammen unterwegs, als wir hier das erste Szenario gespielt haben. Da sind wir, glaube ich, von Four Oaks nach Birmingham New Street gefahren. Also genau in umgekehrter Richtung. Und ansonsten waren wir, glaube ich, nie groß auf der Strecke unterwegs, weil eben diese ganzen Fahrplanfahrten und Szenarien hier immer so relativ lange dauern. Wie muss man sich Birmingham Core City Line vorstellen? Ist im Prinzip, wenn wir so wollen, ist das eine S-Bahn-Strecke, wo in der Woche die Züge, glaube ich, sogar alle 10 Minuten fahren auf dem inneren Abschnitt. Und es sind, glaube ich, 2 komplette Linien hier dabei. Ich glaube, Litchfield, Bromsgrove, Wettage ist dabei und Litchfield. Also ist, wenn ihr so wollt, eine Vorortbahn, S-Bahn-Strecke
in der Großstadt Birmingham. So, das war's mal hier schauen. Die haben nämlich sehr viele Geschwindigkeitswechsel. Und Signale selber haben aber jetzt wieder umgeschaltet. So, in gut 8 Minuten sollen wir dann schon an unserem Ziel angekommen sein. Und wir sollten natürlich pünktlich sein. Nicht, dass der Zug dann verspätet bereitgestellt wird, dann verspätet abfährt. Da haben wir nämlich hier schon... haben wir ja nämlich schon ein riesen Chaos. Der Tag hat gerade begonnen, da haben wir schon ein riesen Chaos wieder verursacht. Aber ihr seht, früh 5:30 in Birmingham im Sommer. Birmingham scheint einen schönen Sommertag zu bekommen. Und früh gegen 6 ist hier anscheinend wirklich noch nicht viel los auf der Strecke. Wahrscheinlich der erste Zug, der dann Richtung Süden fährt, aber es wäre etwas... Ne, es gibt glaube ich noch eine Leistung, die gegen 4 schon losfährt. So, wird gleich bei 45 Meilen, so 60, 70 Stundenkilometer. Viel schneller musst du ja auch gar nicht fahren. Wir haben ja relativ viele Bahnhöfe für, wie es sich für den innerstädtischen Bereich gehört. Ja, innerstädtischer Bereich. Wir haben es ja bei der Roadmap besprochen. Da dürft ihr euch im kommenden Jahr schon auf eine weitere S-Bahn-Strecke freuen. Oder, also genau gesagt, geht es auf die Londoner Overground. Die Goblin Line wird es dann geben. Und die wird uns auch einmal durch das Stadtgebiet von London führen, von östlichen London in das westliche London, also einmal so ein Bogen um das Londoner Stadtzentrum herum. Klingt auf jeden Fall auch sehr interessant. Natürlich dürft ihr euch auch auf eine neue deutsche Strecke freuen. Und erstmals auch offiziell auf die Baureihe 111. Da haben ja auch viele gewartet auf diese Lokomotive. Und mit der wird es dann auf die Strecke Salzburg-Rosenheim gehen, also wieder in Bayern. Aber eine vom Bahnverkehr her gesehen eine sehr, sehr interessante Strecke. Die soll dann angesiedelt sein in den späten 2010er Jahren. Ne, in den frühen 2010er Jahren, also die Zeiten, bevor dort die Privatbahn unterwegs war. Also da kommt noch auf uns ein bisschen was zu. Aber krass, dass uns gar nichts hier entgegenkommt auf der Strecke. Aber ist halt eben eine S-Bahn-Strecke. Also hier haben wir meist, also zu 90% eben andere Regionalzüge, die uns entgegenkommen. Aber es gibt natürlich auch Fahrplanfahrten. Ich glaube, im südlichen Bereich könnt ihr, meine ich, noch Güterzüge fahren und dann Überführungsfahrten hier mit diesen High-Speed-Trains, die dann damals hier mal zur Ausbesserung unterwegs waren. Ja, so, hier ist schon die nächste Station, wo wir durchsausen. 3,6 Meilen noch, dann haben wir unser Ziel erreicht. Wie gesagt, etwas ungewohnt, dass bei mir die DLC-Vorstellung erst 2 Tage später kommt, aber am eigentlichen Tag hatte ich da schon eine andere Idee für euch und am Freitag war ich da verhindert gewesen. Von daher machen wir das heute erst am Samstag. Und ich denke mal, das DLC, das haben wir ja auch einige in die Kommentare geschrieben von euch. Viele von euch, ich meine, ihr ist ja deutschsprachige Community. Viele von euch wollen natürlich eben auch die deutschen Strecken meistens sehen. Und so, das heißt, da ist, haben viele schon gesagt, dass das Interesse an dem DLC nicht ganz so groß ist, wie jetzt zum Beispiel an der Strecke München, an der Strecke Rosenheim-Salzburg. Aber ich zeige es euch natürlich trotzdem. Vielleicht interessiert der ein oder andere sich dafür. Vielleicht war ja mal jemand, wie gesagt, von euch in Birmingham. Und ja. Was mir natürlich an den neuen Strecken ab TSW 3 gefällt, ist natürlich dieses Rollgeräusch. Das ist ab den TSW 3 Strecken deutlich besser. Bei den älteren Strecken, da fehlt das noch so ein bisschen. Da wurde das irgendwann mal mit diesem Rush Hour Update damals bei TSW 2 kaputt gemacht. Und das ist leider bis heute nicht vollständig behoben worden. Finde ich persönlich schade, aber vielleicht kommen da noch Updates. Es sind ja noch weitere Updates, laut der Voten sind ja noch weitere Updates in Planung. Und bleibt zu hoffen, dass man da auch solche Sachen behebt. Das erste Winter-Core-Update ist ja bereits erschienen, welches uns den neuen Streckenmonitor gebracht hat. Wie gesagt, dieses rote Symbol, was ja eigentlich zeigt, dass hier irgendwo eine Bremse aktiv ist, aber ist nicht, habe ich bei einem amerikanischen Zug auch schon gehabt, das Problem. Habe ich dann extra das Tutorial, also das Training zum Zug nochmal gespielt, aber waren definitiv alle Bremsen gelöst. Also hier müsste man, ich denke mal, das ist halt einfach nur so ein Übertragungsfehler, dass das noch nicht so hundertprozentig kompatibel mit jedem Fahrzeug ist. Ich denke aber, dass das auch behoben werden wird. Also hoffentlich.
denn so gefällt mir ja der neue Streckenmonitor. Da gab es auch die Anfragen von euch, ob ich dazu nochmal ein Video machen kann und euch das neue HUD nochmal Stück für Stück erkläre, was ihr wo abschalten könnt. Und das, denke ich mal, wird es auch in der kommenden Woche geben, dass ich euch das mal zeige, wie ihr das alles richtig einstellen könnt, denn das ist doch ein bisschen komplexer für jemanden, der, sage ich jetzt mal, gerade anfängt, TSW zu spielen. Finde ich, ist das doch ganz schön etwas komplexer. So, jetzt gehen wir doch mal runter. Und zwar ziemlich schnell. Wir wollen ja jetzt hier nicht noch eine Geschwindigkeitsüberschreitung noch haben, die paar wegen den paar Metern hier. Ah, gerade noch so. Gerade noch so. Gut, so. Hier durch diese Station. Schaut euch mal an, so diese ganze Bahnhofsszenerie. Diese ganze Szenerie dieser Vorortbahnhöfe. Das ist schon echt gelungen, oder? Was meint ihr dazu? Ne? Also schön detailliert links und rechts gebaut. Während wir hier wieder durch den nächsten Tunnel sausen und schon wieder zu schnell sind. Eine Meile noch, dann haben wir unser Ziel dann schon erreicht. Und genau, da haben wir dort ein haltzeigendes Signal. Haben wir da einfach noch einen Zug vor uns. Aber wir sind zeitlich gesehen super. Ja, aber die Class 323, für mich einer der gelungenen, schöneren britischen Züge auf jeden Fall hier im Spiel. Hat auch ein sehr schönes Fahrverhalten. So, dann nähern wir uns dann schon dem nächsten roten Signal und einfahren dürfen wir dort nur mit 20 Meilen in diesem Bahnhof, okay. Langsam mal mit der Geschwindigkeit runtergehen. Ja, muss man echt noch die Einfahrt abwarten. So, da kommt die. Da würde ich mal sagen, langsam zu. Also in anderthalb Minuten. Davon ist das haltzeigende Signal. Weil es uns noch nicht in den Bahnhof hineinlässt. So, okay. Jetzt hat es umgeschalten. Wir dürfen einfahren. Ich glaube, dass wir hier auf ein Nebengleis geleitet werden, weil unser Zug ja dann wiederum in Richtung Süden eingesetzt wird. Aber krass. Schaut euch das mal an, wie viele Steigungen wir hier entlang dieser Strecke haben. Steigunggefälle. Also hier muss man echt schon sehr, sehr konzentriert fahren. Geschwindigkeitswechsel, Steigung, Gefälle. So, hier vorne ist jetzt nur 20 und da werden wir, glaube ich, gleich zum Bahnhof unserem Gleis geleitet. Genau, wir wechseln hier nämlich einmal auf das Gleis. Und dann wechseln wir nochmal. Und dann werden wir einfahren. So, sind super, super pünktlich hier. Ich weiß gar nicht, wann der Zug dann hier in den Regionalverkehr geht. Also, Einfahrt in Four Oaks. Wie gesagt, ich bitte um Verzeihung, wenn ich diese Ortsnamen falsch ausspreche. Es wurde auch bei der Roadmap dann schon erwähnt, dass ich da wohl einiges nicht so korrekt ausspreche, wie es korrekt ausgesprochen wird. Da bitte ich echt um Nachsehen. Ich bin halt leider kein Ortskundiger. So, dann erreichen wir Four Oaks und schließen damit diese Fahrplanfahrt erst einmal ab. Ne, wir müssen die Fahrgäste noch einsteigen lassen, also jetzt gleich. So, da geben wir einmal... Ja, das geht bei dem Fahrzeug bei mir auch nicht irgendwie auf dieser Strecke, warum auch immer, dass ich hier nicht mehr die... Ach so, das kann gar nicht gehen, weil wir natürlich erstmal hier den Türschlüssel einstecken müssen. Und dann können wir auch die Türen freigeben. So, dann müssen wir für die Rückfahrt, das geht ja hier nicht weiter, dann müssen wir einmal die Zugspitze ausschalten und die Schlussleuchten einschalten für die Rückfahrt. Ihr seht's. Dann können wir natürlich das Licht ja für die Fahrgäste wieder einschalten, gerade weil der auf der Rückfahrt ja durch Tunnel fährt. Und ja, unsere kleinen Kollegen gleich einsammeln. Wieso soll ich jetzt die Türen schon wieder schließen, um sie dann später wieder aufzumachen? So.
So, dann schließen wir erstmal die Fahrt ab. Wir werden gleich nochmal hier drin sein. 17 Minuten hat es gedauert, statt den geplanten. Aber trotzdem wollen wir pünktlich, kriegen Gold. Ich glaube, hier gibt es noch gar keine Platin. Und wir kehren jetzt aber zurück ins freie Spiel. Und der Zug soll dann... 44 würde der jetzt zurückfahren. Aber das macht dann der Kollege. Hä, was ist denn jetzt los? So, also ich würde sagen, wir haben den Zug überführt. Den Blaze, den nehmen wir mit, den guten. So, und ja, rüsten das Ganze hier nochmal ab. Gibt es ja viele, die das dann wirklich ganz genau machen. So, und dann würde ich sagen, verlassen wir erstmal. Ach Moment, da müssen wir die noch ausschalten. Richtig, die Zugsicherungssysteme. Dann muss der auf neutral gesetzt werden. Hilfsprogramm muss... Was? Hilfsstrom muss ausgeschaltet sein, hm? Was muss da ausgeschaltet sein? Hilfsstrom, hm. So, und geht's jetzt? Nee, geht eben nicht. Oh, wieso? Geht doch. Heben Sie den Stromabnehmer. Okay, okay. Na gut, okay. Wisst ihr was? Das macht dann der Kollege nach uns. Wir können uns das Ganze ja mal hier anschauen. Hier sehen wir auch mal die Inneneinrichtung des Zuges. Wie gesagt, der wird jetzt in einer Minute abfahren. In Richtung... Ja, jetzt haben wir sehentlich sogar einen Stromabnehmer runtergenommen. Das sollte eigentlich jetzt nicht der Fall sein. Okay, liebe Leute. Dann würde ich sagen, so viel zum Thema... zum ersten DLC von Simtrack Studios. Also erstmal von meiner Seite aus herzlichen Glückwunsch an Simtrack Studios. Das zur Veröffentlichung des ersten DLCs ist auch ein sehr preiswertes DLC, 5,99 € für die Lackierung und die neuen Szenarien. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall auf die Class 104, die kommendes Jahr 2024 veröffentlicht werden soll. Bin ich sehr gespannt auf dieses Fahrzeug. Ansonsten ja, wünsche ich dem Entwickler auf jeden Fall gutes Gelingen. Und ja, würde sagen, damit sind wir heute soweit auch fertig. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.